Ja, ich bin tatsächlich eingestiegen. Meine innere Stimme hat gesagt, fahr weiter. Und ich bin ihr gefolgt. Nach 21 Stunden Busfahrt kamen wir dann endlich an der Fähre an, die mich nach Bali bringen sollte. Endlich. Nach 5 statt nach 2 Tagen habe ich endlich mein Ziel vor Augen. Bali. Lang ersehnt, so müssen sich Entdecker fühlen. Noch ein letztes Mal in den Bus und dann steige ich, um mir die Fahrt zu verkürzen, in ein Taxi, um endlich in Ubud anzukommen. Endlich bin ich angekommen in Ubud
und laufe zum ersten Mal durch die Straßen balinesische Erde unter mir. Überall stehen kleine Tempel oder Buddha-Statuen. Die ganze Insel ist hinduistisch geprägt, wo ich mich sehr wohl mitfühle.